Hallo YouTube-Freunde. Heute geht es um eine Batterietauschregistrierung über INPA beim E70, Baujahr 2007. Kabel ist unten schon angeschlossen, am Laptop auch. INPA habe ich schon geöffnet. Batterie ein, Zündung ein. Und jetzt will ich E70, F6 und da klicke ich jetzt auf Motor. Mein Motor hat die Bezeichnung Nordpol 53 und Nordpol 54. Doppelklick und jetzt wähle ich Status analog digital F5 und dann gehe ich nochmal auf F5 rein für IBS Batteriesensor und da kann ich jetzt zum Beispiel mein PM1 Feld sehen. Jetzt komplett zurück, nochmal F5, BM1 über F2 und da steht jetzt letzte Batterietausch bei 0 Kilometer, weil ich das noch nie gemacht habe und deswegen werde ich das jetzt durchführen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück, muss nochmal ins F5 rein und da steht dann Batterietausch registrieren bei F5. Jetzt drücke ich F5 und da steht jetzt OK. Um das jetzt zu überprüfen, ob es übernommen hat oder nicht, gehe ich jetzt nochmal in F2 rein und da steht jetzt 193.000 Kilometer. Und was habe ich auf dem Tacho? 193.000 Kilometer. Also ist alles richtig gemacht. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Gehe ich nochmal in F6 rein für E70. Jetzt tue ich die ganzen Fehlerspeicher löschen, weil ich jetzt eine neue Batterie drin habe und die habe ich registriert. Dauert ein bisschen. F4 für Fehlerspeicher und Fehlerspeicher löschen. F2. So, mein Fehlerspeicher wurde gelöscht. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.